Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Auf dem Weg zum Kraftwerk und zum Rückentraining. Und in den Kommentaren wurde mal gefragt, wie lange ich immer zum Kraftwerk gehe, weil ich ja meistens immer zu Fuß gehe. Aber ich fahre immer mit dem Bus und dann gehe ich halt diesen Weg hier zum Kraftwerk. Insgesamt brauche ich immer eine halbe Stunde für den Weg, aber es geht auf jeden Fall fit. Ich gönne mir jetzt ein saftiges Rückentraining und in der Zwischenzeit könnt ihr euch das letzte Brusttraining mal reinziehen. Eventuell werde ich das Rückentraining auch noch ein bisschen filmen und dann im Nachhinein einblenden, mal gucken. Aber erstmal ein geiles Brusttraining für euch. Oder auch kein geiles Brusttraining für euch, leider. Denn dieses geile Brusttraining sollte auf dieser Speicherkarte sein, ist es leider nicht. Dementsprechend wird es in diesem Video kein geiles Brusttraining geben. Vielleicht wird es mal im nächsten Video kommen oder so. Seid auf jeden Fall gespannt. Leider wird es in diesem Video gar kein Training mehr zu sehen geben. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. Das letzte war jetzt auch ein Full-Day-Off-Eating und dieses wird jetzt auch so ein chilliger Vlog einfach. Das Training war fabelhaft. Es war richtig intensiv, war richtig kurz, knackig, intensiv. Einfach Bombe. Ich habe aber auch nichts mehr gefilmt oder so, weil das Training einfach so übertrieben geil war. Es war ein Rückentraining, Latzen, Rudern, die Hammerstrom Fibromaschine und Überziehen am Kabel in Kombination mit Face, Puls bzw. ein bisschen was für den Trapez. Auf jeden Fall ein richtig geiles Training. Allerdings war der Pump nicht so spektakulär wie sonst. Also es war so ein ganz normaler Pump halt. Es war jetzt nicht spektakulär. Wie gesagt, hätte auf jeden Fall besser sein können. Und jetzt gibt es eine richtig geile Mahlzeit bei mir. Ein bisschen Reis mit Gewürzen und Fisch. Habe ich natürlich nicht selber gemacht, wie man, ich glaube, erkennen konnte. Also so habe ich eigentlich selber noch nie gekocht, so aufwendig. Richtig lecker auf jeden Fall, das gönne ich mir gleich und ja, mal gucken, was es noch so zu essen gibt. Auf jeden Fall geht es morgen zum Beintraining. Ich muss sagen, ich fühle mich nicht so nach Beintraining. Es wird auf jeden Fall durchgezogen, das letzte Beintraining war ja ganz nice und ja, ich würde sagen, erstmal schön essen. Ein paar Stunden sind vergangen und dieses Video hier wird auch ziemlich ernährungslastig, aber das finde ich ganz geil. Das hier gibt es jetzt bei mir, das ist einfach nur Blattspinat, gefroren, was jetzt nicht mehr gefroren ist und Reis, was früher roh war und jetzt nicht mehr roh ist. Alles vorbildlich getrackt natürlich. Wie gesagt, wenn man einmal wieder drin ist, dann geht's eigentlich, dann ist es Routine. Man muss sich nur dran gewöhnen und dann läuft es von alleine. Hier koche ich mir wieder ein bisschen was und ihr müsstet eigentlich wissen, was das ist. Nudeln mit Linsen. Bestes Gericht, ohne Witz. Und die Kommentare unter dem letzten Video waren auf jeden Fall ziemlich positiv, dass ich mal so ein Cooking with Amir mache oder Cooking mit Amir. Ich glaube, ich filme wirklich mal die Tage im Q&A ab, weil jetzt wieder ziemlich viele neue Fragen kamen und sowas. Deshalb denke ich mal, Q&A wäre ganz geil. Ich hatte es ja letztens erst in einem Vlog gefragt und da war die Nachfrage nach dem Q&A relativ, ich sag mal, groß. Also hätte ich auch wieder Bock drauf und ich würde sagen, ich esse das hier erstmal und warte, bis das gekocht ist und dann gibt es mein Fazit zu dem Tag. Was für ein Fazit zu dem Tag? Einfach nur mein Fazit zu der Ernährung, beziehungsweise meine App, die zeige ich euch gleich einfach und hier dreht gerade alles durch. Also wirklich, jetzt piept das auch noch. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen chillen und dann geht's weiter. Wenn das mal nicht geil aussieht, Bombe. Und hier bin ich auch schon wieder live beim Cutten. Ich wollte ja noch mein Fazit zu dem Tag abgeben. Zu meiner Ernährung wollte ich das eigentlich machen. Wie viel Kalorien, Kohlenhydrate und zu einem Kommentar wollte ich noch was sagen. So sah mein Tag im Endeffekt aus. 523 Gramm Kohlenhydrate, 192 Gramm Eiweiß und 58 Gramm Fett. Diesen Kommentar meinte ich, den ich vorhin gelesen habe, hätte es ja nicht essen müssen und auf einen anderen Tag verschieben können. Es ging um das Full Day Off Eating, um meinen Flammkuchen, was um die 50 Gramm Fett hatte. Und da ich mich da beschwert hatte wegen den Fettsäuren und sowas, es ging mir ja nicht darum, dass ich im Endeffekt 100 Gramm Fett hatte, weil im Endeffekt habe ich jetzt 100 Gramm Fett an dem einen Tag und 60 Gramm Fett an dem gestrigen Tag gegessen. Das heißt, das sind 160 Gramm. Wenn man das jetzt durch zwei teilt als Durchschnitt für die beiden Tage, kommt man auf 80 Gramm Fett. Das ist ja nicht der Sinn, dass ich an dem Tag dann einfach diesen Flammkuchen nicht gegessen hätte. So, es ging mir nur um diese Fettsäuren, also nicht um das Fett oder um die Kalorien oder sonst was. Sonst hätte es Sinn gemacht, wenn ich es an dem Tag nicht gegessen hätte. Also jetzt dann hätte ich einfach am nächsten Tag ausgleichen können, so wie ich es jetzt gemacht habe. An dem einen Tag einfach weniger Fett essen, wenn an dem einen Tag mehr Fett ist. Also ganz entspannt, nicht an einem Tag irgendwie so verkrampfen. Obwohl ich sogar ehrlich sagen muss, dass es nicht geplant war, dass ich an dem Tag 60 Gramm Fett esse. Es kam einfach nur so spontan von selbst, dass ich so wenig Fett hatte. Deshalb habe ich es dann auch so gelassen, weil die Kalorien haben ja gestimmt. 3500 Kalorien, Bombe und yo. Neuer Tag, neues Glück. Neues Training, neues Glück. Wie ihr euch denken könnt, ein Beintraining. Das Training ist durch, es war richtig geil. Und ich habe mal wieder eine Mütze auf, weil ich die Haare nicht gemacht hatte. Und es regnet. Und irgendwie, ja, ist gar nicht so kalt, muss ich sagen. Eigentlich relativ warm, nur es regnet halt ein bisschen. Und ja, Training war Bombe. Und jetzt ist erstmal nach Hause was essen. Zu Hause gibt es bei mir wieder eine fette Portion Reis mit Fisch. Genau dasselbe, was ich gestern auch gegessen habe. Also auch relativ geil, saftig, schön, läuft.
dieser Moment, wenn man keine Nudeln mehr hat, aber noch ordentlich Linsen. Ziemlich fette Portion Linsen werde ich auch nicht alles auf einmal essen. Eventuell werde ich mir das mit Reis noch machen. Und den Rest lasse ich dann für morgen übrig oder so. Mal gucken, denn ich habe heute noch ein bisschen was gegessen, was ich gar nicht mehr gefilmt habe. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich auch dieses Video hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Das war kein Training, so wie ich gedacht hatte. Ich hatte eigentlich vor, diesen Brusttrainingspart reinzupacken. Allerdings war es nichts. Dementsprechend wird der Trainingsclip vielleicht irgendwie in dem nächsten Video eingeblendet oder so. Mal gucken, ich weiß noch nicht. Vielleicht wird er auch einfach verworfen und einfach ein neues Training aufgenommen. Keine Ahnung. Wenn euch dieser kurze, chillige, bombastische, fabelhafte Vlog gefallen hat, okay, wir wollen es mal nicht übertreiben. Wenn euch das gefallen hat, dann freut mich das natürlich auch. Und ich sage wie immer nicht, gebt den Daumen ein Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Und auch bei den nächsten Videos zum Beispiel. Und auch abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ihr wisst Bescheid über den Daumen nach oben und den Kommentar. Würde ich mich natürlich wirklich freuen. Und ja, bis zum nächsten Video.